Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sporttotal wird präsentiert von Kick. Wir sehen die Mannschaft des SC Sands in den dunkelblauen Trikots, Jena ganz in weiß. Und die Schiedsrichterin wird diese Partie gleich eröffnen. Das ist Marie-Therese Mühlbauer, 27 Jahre alt, vom SV Pölling aus der Oberpfalz, die in dieser Sekunde anpfeift. Sie wird unterstützt von Clara Sauer und Sabrina Sickel an der Seitenlinie. Wieder Takizawa und erneut frühes, aggressives Pressing des SC Sand. Und jetzt haben sie den Ball, die Riesenmöglichkeit und das Tor, 1:0. Emma Loving müsste es gewesen sein und da hat das Pressing Früchte getragen. Und sie hat ihre Chance genutzt, als Busse einmal absent war und Trainer Alexander Fischinger will nicht jede Woche wechseln, deswegen bleibt Jule Baum jetzt auch im Tor. Freistoß, Woltmann. Gefährlich und der Ausgleich! Das 1:1 mit ihrer ersten Torchance treffen die Jenaerinnen und erzielen den Ausgleich in dieser 22. Minute. Hereingabe ist gut, Kreil kann sich nicht durchsetzen, aber zweiter Ball ist bei Sand und die Schussmöglichkeit für Bohnen. Im Hinspiel hat sie getroffen beim 1:1 mit einem tollen Distanzschuss. Hier fehlt ein bisschen was. Janning. Und direkt Gentile dazwischen. Takizawa und Kreil und wieder drei in der Mitte. Und die Möglichkeit und kein Tor. Was war das für eine Riesenchance? Diesmal allerdings belohnt sich der SC Sand nicht. Stattdessen jetzt Ter Horst. Der Ball ist gefährlich reingebracht von Fischer und in der Mitte jetzt auch wieder eine gute Möglichkeit für Jena. Bohnen. Und dann gibt es die Kontermöglichkeit. Über Ter Horst legt sich den Ball ein bisschen weit vor, aber hat ihn dann noch. Takizawa und Gentile kommen da nicht ran. Und das macht Bonzo gut. Müsste jetzt mal schießen. Spielt aber einen klasse Pass. Und Baum ist im richtigen Moment da, bevor es die gute Möglichkeit für Birkholz geben kann. Guter Pass für Birkholz. 1 gegen 1 gegen Baum. Birkholz, Tor! Da haben sie die Sanderinnen ganz stark ausgekontert. Hervorragendes Zuspiel. Und dann durch die Hosenträger. Ter Horst, super, den Ball mitgenommen. Gentile kommt dann nicht mehr rein in den Zweikampf. Möglichkeit jetzt für Birkholz. Birkholz macht das gut und Baum macht's noch besser. Wichtige Aktion mit dem Fuß. Und nochmal Jena. Nächster Kopfball von Ter Horst, der geht aber vorbei. Wenn sie das am Ende gewinnen, würde ich sagen, clever abgezockt. Eigentlich die Mannschaft aus Sand, die etwas erfahrenere. So viele junge Spielerinnen bei Jena, Kader, Durchschnittsalter 20,5. Aber heute hier die Kräfte möglicherweise besser geschont. Nicht ganz so offensiv, so oft gepresst und in den entscheidenden Momenten da gewesen. Matuszewski. Die schlägt gute Standards und jetzt die Möglichkeit und da ist der Ausgleich. Weiter, 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 weiter.
Es müsste wieder Leni Fischer gewesen sein, die hier abstaubt und den Doppelpack schnürt. Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.